Der Bürgermeister. Ein Dreier Holz. Liebes Tagebuch, Spartacus hilft uns allen, immer. Jeden Tag. Ach, ich würde so gerne mal was für ihn tun. 148, 149, 150, 151, 152, 53, 54, 155. Wow! Hi, Onkel Meinhard. Tschüss, Onkel Meinhard. Ach, Puppchen, Stefanie. Du hast dein Frühstück vergessen. Oh. Ja, danke. Denn das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, weißt du? Es enthält Kalzium und Proteine und Kalzium und Vitamine. Vitamin A und Vitamin B und keine Vitamin Zeit, ich muss jetzt los. Tschüss. Ach, Gott, auf Wiedersehen. Wo ist denn mein Pfannkuchen hin? Hm. 99 und 200. Wow, Spartacus, das ist ja irre. Ich wusste nicht, dass Superhelden trainieren müssen. Klar, jeden Tag. Kann ich vielleicht mittrainieren? Natürlich. Wir fangen an mit Aufwärmen. Okay. Alles klar? Mhm. Okay, dann geht's los. Noch zwei. Und zur Seite. Rauf, runter und rauf. Okay, rauf, runter und rauf. Noch einmal. Rauf, runter und rauf. Noch einmal und runter. Eins. Zwei und drei und Liegestütz. Eins, zwei, alles klar? Alles klar? Eins, zwei. Und mir nach, komm. Komm schon, Stefanie. Komme. Weiter geht's. Bereit? Und los. Fersen hoch, gut. Warte mal. Au, au. Komm, weiter geht's. Alles okay? Ja, danke, Spartacus. Gern geschehen, bitte. Wirst du nie müde oder so? Wieso sollte ich?
Ich trainiere, einen guten Schlaf habe ich auch und ich ernähre mich gut. Hm. Und ich habe heute nicht gefrühstückt. Was, ehrlich? Nö. Aha, pass auf, du stellst dich unter diesen Baum, ja? Und schließ die Augen. Okay. Okay? Und los. Schön die Augen schließen. Okay. Und halt die Hände auf. Gut, ja. Hab ich doch gern gemacht. Na dann, ich muss los. Leiter! Immer schön trainieren! Danke, Spartakus! Ach, der denkt, er wäre so ein toller Hecht. Der Kerl muss aufgehalten werden. Was denn? Dieser Typ macht mich so sauer! Ah, okay, Fans, ich bin bereit! 3, 2, 1, los! Jemand hat ein Problem. Oh, oh. Oh, Vorsicht! Ah. Also, das war ja knapp. Oh ja, danke, Spartakus. Tja, ich glaube, was das Lenken betrifft, habe ich noch Luft nach oben. Aber wenigstens habe ich einen Helm auf. Ja, das ist gut. Sei nächstes Mal ein bisschen vorsichtiger. Ja, klar, weiß ich doch. Wir sehen uns. Leiter! Wow, Trixi. Alles okay? Ja, alles dufte. Aber das war eine coole Fahrt. Ja, fand ich auch. Völlig abgefahren. Oh, das war eine blöde Idee. Ja! Ich hoffe ja, dass mein Geld darin sicher ist. Hat Spartakus dich gerettet? Oh ja, und wie, sag ich dir? Er tut ständig nette Dinge für uns. Wer? Genau. Von wem sprecht ihr? Spartakus. Ja. Ja, und weil er uns ständig Gutes tut, sollten wir auch mal was für ihn machen. Ja, tolle Idee. Tja, was? Tja, weiß auch nicht. Wir notieren ein paar Ideen. Ja, so machen wir's. Mal überlegen. Nachdenk. Ja? Oh, war nichts. Stichwort Probleme. Wir versuchen einfach keine zu machen. Hilfe! Jemand hat ein Problem. Hilfe! 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 Ich fall gleich runter! Hilft mir denn keiner? Hilfe! Spartakus, vielen Dank. Kein Problem. Oh. Hä? Oh, Lollipop vielleicht? Nein, danke. Ja, Siki. Tja. Ach, wie werde ich denn nur diesen Sportadovi los? Wie wär's mit einer Verkleidung? Zu mulig. Zu unruhig. Zu Shampoo. Was, leer? Wie mein Hirn. Da tut sich gar nichts. Hilft auch nicht weiter. Eins, zwei, drei. Mein Stein schlägt deine Schere. Was? Und wieso nicht? Ganz einfach, dein Stein ist meiner. Hey, Freunde, wisst ihr was? Na, was denn? Was? Ich war auf dem Baum da drüben, das war heute Morgen, und hab einen Lollipop gesucht, wisst ihr? Und dann bin ich von einem Ast gefallen. Was machst du denn? Der Spartakus hat mich gerettet. Unglaublich. Mich hat er heute Morgen auch gerettet. Und mich. Hey! Wieso werde ich nicht gerettet? Wieso rettet er mich nicht?
Ich habe auch Rettungsbedürfnisse. Meine, meine, meine. So, hier ist deine Rettung. Vielen Dank, Spartacus. Wow, Spartacus. Schon wieder eine Heldentat. Du tust immer so viel für uns. Wir sollten endlich was für dich tun. Aber ich rette nun mal gerne Leute. Du musst doch völlig erschöpft sein. Nein, wenn ich Leuten helfen kann, bin ich niemals müde. Schu, schu, schu. Bin ich nie müde. Haben wir alles? Ja, ich glaube schon. Es müsste alles vorbereitet sein. Ja. Oh, da ist er. Was ist das? Tja, wir hatten uns gedacht, dass du einen Tag Ferien verdient hast. Yeah. Ich weiß nicht, wie macht man das eigentlich, Ferien? Das ist ganz leicht, weißt du? Genau zusehen. Zunächst nimmt man eine entspannte Position ein. Kopf zurück. Oh ja. Man atmet tief durch. Nun hört man auf zu denken. Ich fange normalerweise erst gar nicht damit an. Sigi! Oh ja. Man lässt alles los. Sigi! Sigi! Ich habe gar nicht geschlafen, nur ein bisschen die Augen ausgeruht. Richtig, ausruhen und zwar mit Absicht. Genau, hier geht's nämlich einzig und allein um Entspannung. Also ich, sowas habe ich überhaupt noch nie gemacht. Was? Nein. Oh, komm mit. Ja. Ja, nimm ihn mit. Ihn. Sigi, du bist lausig im Entspannen. Ja, komm schon, keine Angst, das ist ganz einfach. Genau. Wir fangen an mit Sitzen im Liegestuhl. Was? Du meinst, ich soll hier drin sitzen und den ganzen Tag nichts tun? Mhm. Ja. Ich bin nicht sicher, ob ich das kann. Ach, natürlich kannst du das, glaub mir. Ja. Das ist doch langweilig, einfach rumzusitzen. Ich meine, ich bin Spartacus. Ich stehe auf Bewegung. Mir geht's gut, bewege ich mich. Bing, bang, bang, ich bin fit, bis ich's mag. Spring hoch, dann regst du dich. Fühlst du dich groß und stark. Ich will doch... Du hast jetzt Ferien. Ja, ich weiß. Ferien. Na dann, ciao. Ja, ciao. Oh, und Spartacus? Ja? Der Kristall. Meinen Kristall? Mhm. Aber was mache ich, wenn jemand mich braucht? Keiner kann dich brauchen, wenn du Ferien hast. Naja, ich weiß nicht so recht. Es ist doch nur für einen Tag. Okay. Ich danke dir. Ich wünsche dir schöne Ferien. Tja, einen Tag lang werde ich das wohl durchhalten. Ich behalte sie wohl besser im Auge, nur um sicher zu gehen. Spartacus, Trommelkräfte! Da! Danke. Und Trixi, versucht auf euch aufzupassen. Spartacus, also ich sehe da überhaupt kein Problem. Ein Problem? Spartacus steht doch auf Probleme. Ah,
Na, die kannst du haben, mein Junge. Ich häng dir so viele Probleme um. Dass du denkst, Problem ist ein zweiter Name. Probleme, Probleme, Probleme. Ein Lollipop. Den hatte ich völlig vergessen. Wisst ihr was? Spartacus glaubt, dass wir nichts als Probleme kriegen, wenn er nicht in der Nähe ist. Und wenn wir jetzt Probleme kriegen, was dann? Na? Ja. Echt? Wenn ihr Ferien hat, wer passt dann bitte schön auf Lazytown auf und auf alle meine Sachen? Hey, das war deine Idee, Pinky. Ich weiß was. Ich könnte doch der neue Superheld sein, oder? Hey, ich habe mit Spartacus trainiert. Seht euch das an. Ach, Quatsch. Jetzt passt gut auf, Freunde. Gut, zeig her. Ich wusste nicht, dass ihr das kann. Das war klasse. Ziemlich gut. Wie eine echte Sportler-Stefanie. Sportler-Stefanie? Hey, das ist doch ein toller Name. Was? Ja. Ich bin gleich wieder da. Oh, Mann. Wenn sie uns beschützt haben, wir wirklich ein Problem. Ja, und meine Sachen auch. Oh, ja. Pass auf, ich brauch schnell ein gesundes Frühstück. Ach Gott, ja, ja. Da wollen wir mal sehen. So, bitte sehr. Danke. Ach Gottchen, was haben wir da? Bitte. Ja, oh, natürlich. Und woher kommt die plötzliche Magenwand? Ich meine, der Sinneswandel. Na, ich werd Lazytowns neuer Superheld, weißt du? Huch, da brauchst du noch mehr zu essen. Schließlich braucht so ein Superheld jede Menge Energie. Genau. Und hast du dir schon überlegt, welches Kostüm du tragen willst? Oh, das Kostüm, ganz vergessen, Mann, ey. Ich bin gleich wieder da. Oh, mit Spielzeug drin. Na, mal sehen. Oh, ein gruseliger Dinosaurier. Oh. Okay. Wie findest du das? Oh, bravo. Nein, blöde Idee. Oh, nachher, Dinosaurier, wie wär's mit ein paar Crunchies heute Morgen? Bitte sehr. Ja, 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 ja. Was meinst du dazu? Ach, Stefanie, lass diese Clownereien. Ach Gottchen, ja, hoch. Herr Dinosaurier, nun pass mal auf. Tada! Wunderbar, genau richtig. Danke, Onkel Meinhard. Ja, aber Stefanie, also wenn du jetzt ein Superheld bist, was macht Spartacus dann eigentlich? Ach, der genießt seine Ferien. Ach so. Hä? Was denn für Ferien? Na los, du schaffst das. Ja, du schaffst das. Ja. Nun ist schon eine Minute Ferienzeit vorüber. Und wie kriege ich die anderen 1439 rum? Yeah. Spartacus, du sollst dich doch entspannen. Psst. Ich bin hier, ja. Und ganz entspannt. Ist wirklich klasse. Ganz klasse. Dankeschön.
Los, ich schaff das. Okay. Ach, wie soll ich hier jemanden retten, wenn ich gleich so eine Angst kriege? Ja, geschafft! Ja! Will also Probleme. Die kann der Mann haben. Mit vier Beinen, einem Schwanz und megaspitzen Zähnen. Ich baue einen richtig räudigen Roboterhund. Und der greift an, wenn er das Wort Problem hört. Weg! Keines Hündchen? Nein, sondern ein ganz böser Hund. So, und jetzt lege ich den Schalter um. Oh, und eins, zwei, drei. Problem! Süßes, kleines Hundchen. Und einschalten. Tja, ich glaube, heute wird ein sehr schöner Tag mit meinem Hundekumpel an meiner Seite. Wir zwei werden Lazy Town auf den Kopf stellen. Na, nicht wahr, kleines Zuckerschnäuzchen? Jetzt gibt's einen Freund für mich. Er ist herrlich förderlich. Wie er zärtlich an mir reißt und meine Schuhe mir zerbeißt. Hey! Wenn er durch die Straßen zieht, beißt er jeden, den er sieht. Kräfferbau und zack im Nu springt er los, dann schnappt er zu. Ich liebe dieses Hundilein. Hier schalte ich es aus und an. Er klingt so fein, so hundsgemein. Der Kinderschreck verbellt diese Gören und jagt sie weg. Hunde schrecken jedes Kind, wenn sie bös und bissig sind. Dass mein Köter Kinder frisst, beweist, was für ein Biest er ist. Sport an Küsschen rennt und flieht, wenn er mein Raubtier sieht. Jämmerlich klingt sein Gewimmer. Er verlässt Lazy Town für immer. Ich liebe mein Maschinentier. Es ist fies und passt zu mir. Er klingt so fein, so hundsgemein. Der Kinderschreck verfällt diese Gören und jagt sie weg. Und nochmal. Er klingt so fein, so hundsgemein. Der Kinderschreck verfällt diese Gören und jagt sie weg. Ja. Da geht's lang. Bitte sehr. Entspann dich einfach, Sportacus. Okay. Bereit?
Leute, wenn sie ein Problem haben. Ja. Problem. 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 Guter Hund! Ich meine, böser Hund! Lazy Town. Hier ist Sporter Stephanie. Nettes Outfit. Oh. Nett? Klasse. Danke, Jungs. Und wen rettest du als erstes, Sporter Pinky? Oh, mich? Alle die, die es nötig haben, halt. Ach Gottchen. Das Kätzchen ist in den Busch gefallen. Oh nein. Oh. Schnell, Pinky. Oh. Keine Angst, Kätzchen. Ich rette dich. Wow. Du bist jetzt gerettet, Kätzchen. Spitze gemacht, Stephanie. Das war echt voll die Heldentat. Mann, du hast gerade einen Staubwedel gerettet. Tja, was soll's. Für den Anfang. Tobi, wo bist du? Hier. Ich hab eine Überraschung für dich. Fünf. Er muss doch hier irgendwo sein. Und sechs. Und. Ah. Wirklich nicht besser Sportakus holen, Stephanie, hä? Ich meine, sicher ist sicher. Nein, warum denn? Er hat seinen Urlaub verdient und damit basta. Heute wird eh nichts mehr passieren. Du wirst also niemanden richtig retten müssen. Gibt's auch falsches Retten? Komm schon! Was ist das? Wo ist Sporter-Dovi? Wer? Sporter-Dovi? Ich meine Sporter. Diesen Kerl halt. Redet er über Sportakus? Den lieben langen Tag lang suche ich ihn schon. Er ist nicht hier. Er hat nämlich Ferien. Ferien? Das ist ja wohl unglaublich, oder? Wo sind die Superhelden nur, wenn man mal einen braucht? Hm? Hier ist einer. Ta-ta-da-da, nämlich ich. Du? Was ist denn so lustig? Ich bin Sporter Stephanie, die Urlaubsvertretung von Sportakus. Nur für den Fall eines Problems. Ich wusste gar nicht, dass Pinky so schnell rennen kann. Ich auch nicht. Ja,
nicht Sportakus. Aber hey, besser als gar nichts. Pass auf, Stefanie, du pass auf! Ich hätte Grund, mir selbst auf die Schulter zu klopfen. Ja, ich werde mir wohl erst mal ein Eis gönnen. Und zwar eine doppelte Portion. Ich hab gesagt Portion, nicht Problem. Was sag ich da, Problem? Und jetzt schon wieder! Ich hab ein Problem! Und wer ist schuld daran, Sportakus? Ich wünsche ihm, dass er schreckliche Ferien hat! Das ist tolle Trainingsmusik. Aber ich hab doch Ferien. Und ich soll doch relaxen. Ich hab's versprochen. Also dann. Ich kann das nur nicht. Los, los, geh weg! Los, geh weg! Ach, du wilde Bestie! Ich hätte wohl besser ein Sandwich gemacht, anstelle von dir, du! Haha! Ah, ja. Die faulig auf die Plakatwand getrieben. Er hat ernsthaft ein Problem. Was tun wir jetzt? Jetzt kann ich wieder hier runter. Jetzt haben wir ernsthaft ein Problem. Ach, verstehe. Das Wort macht den Köter völlig verrückt. Kommt, Jungs! Schnell! Beeilt euch! Dieser Hund ist nicht meiner! Komm schon, Manny, schnell! Die Leiter hoch! Nein! Mach schon, los! Helf mir, bitte! Gib mich hoch! Mach die Luke dicht! So, los! Ja, mach ich so, mach jetzt hier! Ganz böser Hund! Wendy!
Was muss ich tun? Okay. Mann, das war knapp. Aber was mache ich denn jetzt nur? Ich glaube, ich sitze fest. Ah, ich kann hier nie wieder runter. Oh nein, ich glaube, ich sitze hier bis in alle Ewigkeit. Meine Füße werden nie wieder den Boden berühren. Vögel bauen bald Nester in meinen Haaren. Und Kinder. Sie werden vorbeigehen, nach oben sehen und sagen: Guck, da ist der Typ auf der Plakatwand. Hilfe! 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 Was ist denn da los? Hilfe! 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 Ich muss nachsehen, was da passiert. Hier treibt sich ein wilder Roboterhund herum. Hier, dein Kristall, nimm ihn. Wow! Alle haben ein... Sag nur nicht dieses Wort. Ja, aber wieso nicht? Hier, es bringt den Hund dazu, dich anzugreifen. Okay, die Ferien sind vorbei, oder? Alles klar, können wir? Ja. Auf geht's! Na dann, los geht's! Ich bin bereit, Stefanie! Komm schon, renn los! Los, beeil dich! Komm schnell, Hilfe! Stefanie! Du rettest die Kinder und ich hole Freddy darunter. Alles klar. Auf geht's. Du schaffst das schon. Auweia, auweia. Ist das nicht meine Weide? Gleich bist du da. Ja. Ja. Hilfe! Typisch Freddy. Ja. Hi, Freunde. Super Sportler, Stefanie! Nein, nicht aufmachen! Was sollen wir jetzt nur tun? Stefanie? Trixie? Ja? Hack mich ein! Kein Problem! Diggi, was passiert gerade? Was hast du denn vor? Was wohl? Ich will da runter! Na dann! Was? Der Hund frisst dich bei lebendigem Leib! Lass mich runter! Okay! Trixie, brauchst du Hilfe? Freddy, ich komme! Freddy? Also, nun pass auf. Du rutschst einfach die Leiter runter. Nö, das ist doch ein Trick. Ach, Quatsch, nein. Was soll das? Komm schon, du schaffst das. Nein, ich weiß es, du wirfst mich runter. Nein, das mache ich nicht. Komm schon, vertrau mir. Na los. Komm schon. Wow, wow. Würdest du bitte loslassen, sonst kann ich dir nicht helfen, Freddy. Tiefer! Ich kann sie sehen! Ich schaff das! Runter! Tiefer! Los, komm! Okay, alles klar? Und einen Schritt noch. Alles okay. Und ab geht's. Einfach runterrutschen. Nein,
Nein, das will ich nicht und das kann ich auch nicht. Ach, was, komm schon. Nein, nicht schubsen, bitte. Schubs mich nicht. Ich schubs dich auch nicht, aber du musst irgendwie da runter. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Oh, oder gar. Mami. So, jetzt hängt sie direkt vor dem Hund. Hoch und zwar schnell. Stefanie! Football! Jetzt runter! Sie hat's geschafft! Tja, das war's! Stefanie, ich bin gleich bei dir. Hey! Wow. So, jetzt kann er nicht darunter. Wow. Wow. Spartacus! Tja, was nun? Stefanie. Ja, ich muss zugeben, Pinky, das war gar nicht schlecht. Mhm. Naja, ich hatte auch ein kleines bisschen Hilfe. Spartacus! Hey. Ja. Ja! Freunde, ich finde, Stefanie verdient den Spielball. Oh. Ja. Ja. Ja! Danke! Oh, Spartacus, es tut mir schrecklich leid. Ich hab dir die Ferien vermasselt. Tja. Hey, die besten Ferien sind, wenn ich Leute retten kann. Ja! Das mag für dich so sein, aber nach heute wäre ich eher diejenige, die Ferien nötig hätte. Bing, bang, digi, digi, dong, Quatsch mit Soße, sing ich, wenn ich tanze, tanze, tanze. Bing, bang, digi, digi, dong, Bordsalat, der alles heißen kann. Tack und ab, die Post, ich zeig's dir. Als Probleme. Nein! Liebes Tagebuch, heute war ein toller Tag. Hey, schon 8.08 Uhr. Ich muss ins Bett. Ich brauche meinen Schlaf. Bett. Ah, denn guter Schlaf gibt mir die Energie, die ich brauche. Ah!
Wo? Ich hoffe wenigstens, du liegst bequem.